Am 21. Januar 2014 wurde der Freundeskreis Rosengarten Mannheim e.V. gegründet. Der Verein möchte sich dafür einsetzen, regionale, nationale und internationale Projekte nach Mannheim und in den Rosengarten zu holen. So soll die Bindung der Bevölkerung zu dem Haus gestärkt, sowie Beiträge zur Jugend- und Erwachsenenbildung geleistet werden. Am Abend des 16. Mai lud die Mannheimer Runde in den Stammitzsaal des Rosengartens ein. Der Künstler, Kommunikationstrainer und Entertainer Raimund Fein führte durch das Programm. Ein Abend bester Unterhaltung und höchster Effizienz. Der Erlös der Charity-Veranstaltung 40.000 Euro, die zum Teil auch dem Freundeskreis Rosengarten zugutekommen. Wir werden Menschen gewinnen, die in Lobbyarbeit, aber auch konzeptionell an diesem Projekt Rosengarten und Wahrnehmung des Rosengartens teilnehmen. Da freue ich mich drauf. Und er ist natürlich auch vor allen Dingen Kulturinstitution. Und das in einer langen Tradition und ist natürlich auch damit ein Ort, mit dem sich viele Erinnerungen der Menschen aus der Region und natürlich der Mannheimerinnen und Mannheimer verbinden. Ich glaube, so ein Freundeskreis hat allgemein zwei Ziele. Auf der einen Seite die Lobbyarbeit, die Unterstützung für die Programme, für die Aufgaben, für die Aktivitäten des jeweiligen Instituts, der jeweiligen Einrichtung. Und das Zweite, die Unterstützung möglicherweise auch finanzieller Art zu gewährleisten. Und auch das wird der Freundeskreis des Rosengartens tun. Wir unterstützen mit unserem Freundeskreis viele Projekte, regional, national und international. Wir haben sympathische Menschen in unserem Verein, die sich karitativen Zwecken verschrieben haben. Und genau das bieten wir unseren Mitgliedern in einem sympathischen Kreis, sich genau dort einzubringen und sich ein bisschen selbst zu verwirklichen. Mannheim bedeutet für mich Heimat. Und da ich ja viel unterwegs war die letzten 10, 15 Jahre, habe ich auch wieder gemerkt, wie toll das ist, immer wieder nach Hause zu kommen. Ja, der Rosengarten ist eine Institution in Mannheim und da ich Sänger der Söhne Mannheims bin, habe ich natürlich einen großen Bezug zum Rosengarten, habe selbst hier schon einige Mal gespielt.